Yo Leute, ich bin auf dem Weg zu einem Lost Place. Aktuell befinde ich mich immer noch in Bangkok, wie ihr hören könnt. Und es handelt sich um eine ganz bestimmte, halb abgerissene Mall mit einer krassen Vergangenheit. Wir sind in etwa 3 Kilometer gefahren, vielleicht 4. Es hat mich umgerechnet 1,50 Euro gekostet. Und ich muss mich hier einmal kurz orientieren und sehe schon, da laufen einfach Leute rein. Ich dachte, ich muss nach dem Eingang suchen, aber ich glaube, dass es gar nicht so schwer hier reinzukommen. Okay, krass. Ich sehe schon andere Leute rumlaufen. Und komischerweise ist hier alles ausgebaut. Das Einkaufszentrum The New World eröffnete 1983. Ein ehemaliges Einkaufszentrum, das einst hoch und stolz war. Doch leider war der Ruhm des Einkaufszentrums nur von kurzer Dauer. Denn es blieb nur 15 Jahre lang geöffnet, bevor es für immer verschlossen wurde. Es gibt viele Gründe für seinen Untergang, aber die wichtigsten waren die Brände, die die Hallen verwüsteten, der Einsturz der oberen Stockwerke, aber vor allem die unerlaubten Bauarbeiten. Die scheinen wohl jetzt hier Abrissarbeiten fortzuführen. Das war leider vor 2 Wochen nicht der Fall. Also es stand hier alles brach. Ich habe sogar andere Backpacker kennengelernt, die hier sogar unterwegs waren und hier war noch gar keine Baustelle. Und jetzt scheint hier alles offen zu sein und ich höre schon überall am Flexen und am Demontieren. Noch überall Fische. Das ist krass. Überall Fische. Also in allen möglichen Größen. Der Eigentümer wurde vor Gericht gestellt, weil er das Gebäude illegal um 7 Stockwerke erweitert hatte. 1997 ordnete das Gericht den Abriss der Stockwerke 5 bis 11 an. 2 Jahre später brannte das Einkaufszentrum aufgrund des Verdachts einer Brandstiftung durch einen Konkurrenten in der Gegend. Bei der Katastrophe kamen wiedermals mehrere Menschen ums Leben und das Gebäude steht seitdem verlassen da. 2004 stürzte ein Teil des Gebäudes ein, wobei ein Passant dabei ums Leben kam. Diese Mall hat absurd vielen Menschen das Leben gekostet. Und so lag das Einkaufszentrum in Trümmern, die Hallen waren durch die riesige Öffnung im Dach mit Wasser überschwemmt, die dann zu einem Nährboden und Brutstätte für Millionen von Moskitos wurden. Zuerst wussten die von Mücken geplagten Anwohner nicht, was sie gegen die Plage tun könnten, bis sie auf die Idee kamen, Barsche, Karpfen, Welse und sogar einige exotische Fische anzusiedeln. Nicht nur eine sehr wirksame Maßnahme, wie sich herausstellt, sie verwandelten es gleichzeitig und beabsichtigt in ein autarkes und erstaunlich bevölkertes 5000 Quadratmeter großes Stadtaquarium. So wurde der Titel Die Killer Mall abgelöst durch Die Fish Mall. Es verbreitete sich wie Lauffeuer und erregte schnell die Aufmerksamkeit auf der ganzen Welt. Illegal stiegen immer mehr Menschen in das verlassene Gebäude, bis man schließlich entschied, die Fische zu entfernen, da das Gebäude für als zu gefährlich eingestuft wurde. Der Teich wurde sogar mehrere Male trockengelegt, durch den Regen füllt sich das Erdgeschoss und die Fischbestände kehren zurück. Man fing und transportierte über 3000 Fische ab und riegelte das Gebäude komplett ab. Das hielt die Leute aber nicht davon ab und durch eine winzige Öffnung fanden die Abenteurer in das Gebäude zurück. Fast 2 Jahrzehnte später, im Jahr 2020, wurde es sogar von Studenten in eine Kunstausstellung umgewandelt und wiederbelebt. Gastgeber der Ausstellung waren Lehrer und Studenten der Fakultät für Architektur. Allerdings teilte das Bezirksamt am Montag mit, dass der Eigentümer kontaktiert worden sei und dem Abriss des Gebäudes zugestimmt habe. Die Struktur sei nicht stabil genug und könne wieder eine Gefahr für die Bewohner darstellen. Das Gelände wurde anschließend wegen Abbruchsarbeiten abgesperrt und ich lande nun mitten rein. Dem Eigentümer gehört auch ein Plaza, das unter ähnlichen Problemen litt. Die Graffiti-Wandgemälde verzieren die Wände und verleihen dem Einkaufszentrum einen ganz eigenen Charakter. Mich persönlich erinnert es stark an The Last of Us. Ein Computerspiel, bei dem die Menschheit von Zombies geplagt wird und kurz vor ihrer endgültigen Auslöschung steht. Die Verlockung ist zu groß, als dass ich darauf verzichten könnte. Denn dieses Spektakel kam nur mit Hilfe der Fische an die große Glocke. Korruption und Nicht-Einhalten von Bauvorschriften ist hier keine Seltenheit. Verlassene Malls finden sich hier wie Sand am Meer. Ich könnte mir echt in den Arsch beißen, weil ich komme wahrscheinlich nur 1-2 Tage zu spät. Jo, das war's auch schon. Ein sehr kurzer Besuch. Ich wünschte, ich hätte euch mehr zeigen können.
Aber ich bin schon mega dankbar, dass ich hier mit der Drohne fliegen durfte in einem District-Bereich, in dem man überhaupt gar keine Drohne steigen lassen darf. Deswegen haben die immer aufgepasst, dass ich nicht aus der Decke rausfliege, über der Mall schwebe. Wie denkt ihr über die ganze Sache und den Umgang mit den Fischen? Haut es gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und hinterlasst doch ein Abo, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt. Und ansonsten, fühlt euch umarmt und bis zum nächsten Mal.